Hallo und herzlich willkommen am Fluss. Ich dachte mir, ist eine gute Gelegenheit, mal ein Dankeschön-Video zu drehen. Ist mal wieder absolut überfällig. Für diejenigen, die sich nicht erinnern, Dankeschön-Video heißt, ich krieg was geschenkt und möchte mich dann in ausführlicher Form dafür bedanken und nutze dafür einfach die Möglichkeit, da ein kleines Video zu hochzuladen. Falls euch wundert, Auflösung ist auf 720p beschränkt. Das macht keinen allzu großen Unterschied, hoffe ich, und liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Telekom immer noch versucht, ein Kabel zu flicken, was irgendwer angebohrt hat, ob es das selber waren oder wer anders, was weiß ich. Aber ich habe nur lahmes Internet und große Videodateien kann ich derzeit nur sehr mühsam hochladen. Daher ja, ist das jetzt einfach so ein kleiner Kompromissversuch. Ja, bisschen Wasserrauschen ist hoffentlich in Ordnung. Haben sich letztes Mal beim starken Wasserrauschen einige beschwert. Ich wohne nun mal am Fluss, ja, und wenn der Wasser hat, dann ist es schwierig. Ich kann natürlich auch auf den Berg steigen, das schaffe ich aber zeitlich nicht immer. Da bin ich erstmal eine Stunde unterwegs, bis ich zu einem möglichen Drehplatz komme. Das war jetzt der Zug. Ja, da muss man irgendwie gucken, dass ich mir da noch irgendeinen Kompromiss überlege, beziehungsweise es ist halt ein Phänomen des starken Wasserstandes unseres Flusses hier. Wenn der nicht viel Wasser hat, dann geht's. Das sollte heute hoffentlich der Fall sein. Wenn er halt mehr Wasser hat, dann sterben die Fische, weil dann ist das Wasser salzig. Und macht mehr Krach, ne? Ja, dummer Witz, egal. Ja, also nochmal, Dankeschön, Video, Sinn und Zweck ist vor allen Dingen eben einfach das Danke an die Leute, die mir in letzter Zeit was geschickt haben. Da hat sich das eine oder andere schon in Weiching aufgestaut. Aber verloren geht im Regelfall nichts. Falls doch, dann beschwert euch gerne. Beziehungsweise tatsächlich habe ich ein Buch jetzt vergessen, das ich noch rumfliegen habe, aber das erwähne ich noch an anderer Stelle. So, in willkürlicher Reihenfolge, so wie ich das Zeug jetzt aus dem Rucksack ziehe, werden wir es durchgehen. Und ja, also, zunächst mal herzlichen Dank für diese Flasche hier. Da war jemand der Meinung, es könne ja wohl nicht angehen, dass ich keine Flasche habe, die ich packen kann. Keine Originalflasche. Prinzipiell freue ich mich da sehr drüber, weil ja, erstens kann man noch ein bisschen flaschenpacktechnisch ein bisschen Spaß haben und rumexperimentieren. Ich werde das nicht nochmal groß videofizieren. Also man kann es auch übertreiben mit der Ausschlachtung der Gelegenheit, zu der man solche Flaschen packt. Aber ansonsten ist die auch einfach dahingehend cool, weil sie eine schöne Skala dran hat. Ja, und ist eine Flasche. Ja. Ist vielleicht auch mal ganz angenehm, beziehungsweise ist für mich tatsächlich ganz angenehm, mal noch eine etwas größere Trinkflasche zu haben, wenn ich mal irgendwo nicht mit der obligatorischen Colaflasche am Rucksack auftauchen möchte. Und ich kann mir hier ja auch ein dunkles Getränk einfüllen, das funktioniert ja, und behaupten, es sei einfach ein dunkler Tee. Vielleicht ist es das sogar. Ja. Also ja, vielen Dank. Die sind ja super robust, diese Nalgene-Flaschen. Ich habe mich übrigens inzwischen mal ein bisschen erkundigt. Die heißen tatsächlich, falls ich es jetzt komisch halt, liegt das daran, dass ich hier die ganze Zeit in die Flasche rede und dabei ein lustiger Hallton ertönt. Ich weiß nicht, inwiefern das Mikrofon das aufnimmt. Ich habe mich erkundigt, die heißen wirklich Nalgene. Das ist ja keine deutsche Marke, also nicht Nalgene. Man muss dann auch englische Begriffe nicht unbedingt deutschisieren, wenn es ein Eigenname ist, der eben aus einem englischsprachigen Land vermutlich kommt. Wobei ich nicht weiß, ob die Dinger nicht inzwischen auch Simple, Safe, Sustainable wird dann wohl ein gut recycelbares Plastik sein. Made in USA, hossa, oho, naja, okay. Ja, also vielen Dank. Es war auch noch was für den Trinkgeldhut dabei und den Trinkgeldhut erwähne ich nachher. Es sei nur kurz hier an dieser Stelle erwähnt, da auch herzlichen Dank. Leider mache ich jetzt das Dankeschön-Video zeitlich sehr nah am Erhalt dieser Flasche drum. Gibt es keine grafische Animation des Beitrags zum Trinkgeldhut. Ich hoffe, das ist trotzdem nicht so schlimm und ist hiermit hoffentlich ausreichend verdankt. Herzlichen Dank. So, ja, also das war die Flasche. Dann
habe ich tatsächlich persönlich in die Hand gedrückt bekommen, neben noch ein paar anderen Dingen. Aber das hier ist interessant und das wollte ich euch kurz gezeigt gehabt haben. Also normalerweise bedanke ich mich ja immer nur in diesen Dankeschön-Videos für Dinge, die mir zugeschickt wurden, wo ich nicht persönlich Danke sagen konnte, weil es mir jemand in meine Real-Life-Hand, nicht digital, gedrückt hat. Das Leben ist kompliziert geworden heutzutage irgendwie, ja, mit diesem Digital und diesem Nicht-Digital und meine Fresse, das Offline-Leben und das Online-Leben. Klar, für junge Leute ist das ein und dasselbe und diese Unterscheidung findet vielleicht gar nicht so sehr statt, aber ja, irgendwie ist das mir immer noch so ein bisschen wichtig und irgendwie finde ich etwas abstrus, zumal ich ja viel mit dem Online-Leben zu tun habe, aber eben auch mit dem Offline-Leben. Ist manchmal nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten, wie dem auch sei. Jedenfalls, das hier ist schwäbischer Hochland-Whisky in drei Sorten. Machen wir mal auf, da gab es noch eine Umverpackung. Das ist die Umverpackung. Edle Kiste. Und dann kommen hier diese drei kleinen Fläschlein zum Vorschein. Wir haben hier nämlich schwäbischen Hochland-Whisky. Der Natur gibt ihm seine Seele. Oh, ein einzigartiger Whisky wie das Hochland der Schwäbischen Alb. Von erlesenen, feinem Geschmack für die ganz besonderen Momente. Ja, da meiner Meinung nach gerade ein ganz besonderer Moment ist, würde ich den mittleren einfach mal hier verköstigen. Wir haben hier einmal den schwäbischen Hochland-Whisky Classic. Der hat wohl vergleichsweise wenige Jahre im Fass verbracht. Es ist aber Single Malt, soweit ich weiß. Irgendwo stand es doch. Ah ja, hier steht es. 5 und 6 Jahre in ausgesuchten Weinfässern gereift. Mild und fruchtig mit Vanille- und Weinnote. Das wäre also hier der linke. Ne? Da ich ja ein paar Zuschauer habe, die sich mit Whisky auskennen, fühle ich das ein bisschen näher aus, weil ja, vielleicht interessiert es ja noch 5 andere Leute. Ja, das ist ein Dankeschön-Video. 5 Leute ist realistisch. Mehr auch nicht. Daher, ne, ist aber auch vollkommen wurscht. Ich drehe die Dinger so oder so. Die sind übrigens auch nicht monetarisiert, weil soll ja nur ein Dankeschön sein. Das ist ja Quatsch, wenn ich dann damit versuche, Geld zu verdienen, obwohl ich mich eigentlich nur bedanken wollte. Das machen wir nicht. So, dann haben wir hier den Barrique R. 6 Jahre im Rotwein-Barrique-Fass gereift, mit feinem Geschmack nach Schokolade und Weintrauben. Letzteres ergibt ja irgendwo Sinn. Und dann haben wir hier noch den schwäbischen Hochland-Whisky Rare Number One. Also dieser hier, der ist ein bisschen dunkler. Und vermutlich ist der auch ein bisschen länger im Fass gewesen. Jupp, 9 Jahre im Rotwein-Barrique-Fass. Kräftig und überraschend aus dem 400 Jahre alten Gewölberkeller Alglishard. Aglishard, das wird dann wohl wahrscheinlich ein Ort sein, haben 40%, 42%, 46% Alkohol. Ich verköstige jetzt einfach mal den mittleren, die sind hier noch so ein bisschen verplastikt, daher will ich die jetzt auch nicht alle aufmachen. Und das Bedanke mich hierzu ist ja ein besonderer Moment, daher halte ich das durchaus für gerechtfertigt, mal ein Schlückchen Whisky hier zu probieren. Jetzt habe ich kein Glas, ich saufe jetzt halt mal aus der Flasche. Ah, wie die Altvorderen auch. Hat den auch. Doch, es hat ihnen wahrscheinlich geschadet. Aber sie würden es nicht zugeben wollen. So, das kann man dann später noch ein bisschen besser abmachen hier, die Verpackung. Aber, oh ja, der riecht tatsächlich relativ mild. Auf jeden Fall nach Wein. Eine gewisse Weinnote ist vorhanden. Schokolade kann ich nicht riechen, dafür ist mein Kolben nicht gut genug. Probieren wir mal, zum Wohl. Ja, sehr lecker, sehr lecker. Ja, leichte Schokonote, schmeckt man sogar raus.
Wer jetzt sagt, ich schmecke sowas nie raus, müsst ihr mehr Whisky trinken. Solltet ihr natürlich nicht, beziehungsweise wenn ihr Whisky trinkt, dann selbstverständlich immer nur in homöopathischen Dosen. Ja, also nie mehr als 4 Cl oder so ein Spaß. Ja, also 4 Cl ist ja schon richtig viel. Na gut, ja, 2 Cl, sagen wir mal so. 1 Cl reicht auch schon für meinen Geschmack. Ja, sehr fein, sehr fein. Ja, also cool, vielen, vielen Dank. Die anderen teste ich dann mal ein andermal. Und packe die jetzt schön wieder ein. Und ja, es ist toll, wenn ich Whisky inzwischen häufiger auch mal in kleineren Portionchen bekomme, weil eine große Flasche, die hält echt ewig. Das dauert wirklich, wirklich, wirklich lange, bis ich sowas mal leer kriege. Daher freut mich dann wirklich, dass es meine etwas kleinere oder mehrere kleinere Portionchen sein dürfen. Herzlichen Dank, freut mich sehr. Werde ich heute Abend vielleicht noch mal ein ganz kleines Stückchen konsumieren. So, dann, nachdem ich ja als Ausrede gefunden habe, nicht auf irgendwelche Survival-Shows mitgehen zu können, weil ich nicht angeln kann und keinen Schimmer davon habe, habe ich dieses Buch geschickt bekommen. Und dieses Buch, wie ihr seht, ist die Fischerprüfung. Das ist im Prinzip sowas Ähnliches wie die Jägerprüfung. Das gibt es also auch für angehende Jäger, die den Jagdschein machen wollen. Ein Standardwerk, wo dann halt mehr oder weniger das gesamte Wissen, das man für die Jägerprüfung wissen muss, nochmal schön erklärt wird. Und das Gleiche gibt es natürlich auch zur Fischerprüfung. Und das ist natürlich ein wirklich, wirklich gefundenes Fressen, wenn man ohne gleich einen Angelschein machen zu wollen, für Survival-Zwecke, zumindest so ein bisschen seine Kenntnisse, rudimentären Kenntnisse im Umgang von Haken ins Wasser schmeißen, dann beißt da schon irgendein Fisch rein, erweitern möchte. Ne? Also wirklich eine außerordentlich hilfreiche Literatur. Ich habe da schon das eine oder andere mal angeguckt. Und allein, dass die ganzen Tiere, die es da so gibt in Wassernähe, hier mal aufgeführt sind, ist für mich schon eine große Bereicherung, weil ich habe davon wirklich überhaupt keine Ahnung. Ein Was ist was Fische hätte man mir auch schenken können. Es wäre auch eine Bereicherung gewesen. Ich kenne da wirklich gar nichts. Wittling, Merlan, aha. Und ein Pollack. Pollack habe ich schon mal irgendwie gehört. Aber war das nicht eine Krankheit? Ne, scheinbar ein Fisch. Ja, ich kenne mich da wie gesagt nicht aus. Und umso wichtiger und umso erfolgreicher kann man hier dann eben da auch ein bisschen was drüber lernen. Es gibt auch ein bisschen was zu Gewässerökologie, Gewässerkunde und solche Späße. Sehr, 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 sehr spannend. Gerade deswegen sehr spannend, weil ich halt keine Ahnung davon habe. Ja, Fachbücher, die noch mehr Details zu meinem ohnehin schon vorhandenen Fachwissen hinzufügen, sind wichtig, keine Frage. Aber es freut mich sehr, dass ich hier mal wirklich was völlig Neues lernen kann. Ich habe es bisher ehrlich gesagt noch nicht allzu viel drin gelesen, aber das ist ja auch eine Literatur, mit der man sich nicht auf einmal zack, 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 zack auseinandersetzen muss, beziehungsweise höchstens dann, wenn ich doch mal bei irgendeiner Survival-Show mitmachen sollte. Ja, aber fürs Erste sehr, sehr, sehr cool zur theoretischen Weiterbildung. Aber ja, sollte ich mal doch bei irgendeiner Survival-Show mitmachen, bei der Angeln ein oder Fisch fangen, mit welcher Methode auch immer, eine hilfreiche Fähigkeit wäre, dann mache ich vorher auch einen Angelschein. Also den regulären, wirklich ganz normalen in Deutschland und gucke mir, lass mir das auch nochmal praktisch zeigen und so weiter und so fort. Leider glaube ich nicht, dass mir das groß viel Spaß macht, was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht ein tolles Hobby ist und man kann sich damit seine eigene Nahrung besorgen. Das ist super, ja, keine Frage. Ich habe großen Respekt vor jedem, der das kann. Und ja, so viel dazu. Ja, also vielen Dank, das ist wie immer ein gefundenes Fressen. Tolles Geschenk, Dankeschön. So, dann habe ich hier noch auch ein ganz tolles Buch bekommen. Bisschen groß und schwer, nachdem meine Ameisen-Videos gut angekommen sind. Die waren ja irgendwann mal im Adventskalender drin. Wann war denn das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr. Und zu den Ameisen gibt es neben dem immer noch sehr zu empfehlenden Eine Weltmacht auf 6 Beinen. Tolles Buch, wenn man sich auch nur ansatzweise für Krabbelviecher interessiert. Abwertend gemeint. Das sind hochfaszinierende Lebewesen, keine Frage. Besonders Ameisen mit ihrem Leben im Volk und ihrer doch erstaunlichen Intelligenz, will man es fast nicht nennen, aber doch irgendwie schon. Es ist faszinierend. Ja, und wenn man das noch interessanter findet, als es eben in diesem hervorragenden Weltmacht auf 6 Beinen Buch beschrieben ist, dann
kann man sich an diesem wunderschönen, auch toll bebilderten Band halten. Der ist dann natürlich in Englisch, aber auch hier vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Erweiterung meines Horizonts. Ich werde das auch irgendwann garantiert nochmal nutzen, um mal noch ein paar vertiefte Ameisenvideos zu machen, insbesondere wenn ich mal irgendwo in der näheren Umgebung einen schönen Haufen finde, also einen großen Ameisenhaufen, dann kann man da auch mal denen ein bisschen zugucken, bei dem, was sie so treiben. Muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich mich dann neben einen Ameisenhaufen stelle, ohne gefressen zu werden und die eine Zeit lang beobachten kann. Gibt es Möglichkeiten. Da kann man sich olfaktorisch irgendeinen Ring um sich selber ziehen mit irgendwas, was den Ameisen zu sehr stinkt, dass sie da nicht reinlaufen und so weiter und so weiter. Aber sehr, sehr klasse. Außerordentlich spannend. Ich versuche jetzt gar nicht erst hier irgendwas vorzulesen. Das ist meistens immer nur peinlich. Ist halt dahingehend besonders spannend, weil ihr vermutet es am Titel wahrscheinlich schon, dass es hier eben um Ameisen und andere Lebewesen, Interaktionen geht, was gerade eben besonders interessant ist. Ameisen sind ja dafür bekannt, dass sie zum Beispiel Pilze züchten oder Läuse halten, also quasi Viehwirtschaft und Landwirtschaft betreiben, und das wird hier eben dann noch weiter ausgeführt. Auch da bin ich in letzter Zeit noch nicht so richtig zum Reinlesen gekommen. Das gilt für jedes Buch, was ich heute hier irgendwie präsentiere. Es ist das Sommerhalbjahr, ich bin schwer beschäftigt. Im Winterhalbjahr, das ist auch gut so und notwendig, schlicht und ergreifend. Aber im Winterhalbjahr, da ist dann auch Zeit für gemütliche Abende auf dem Sofa, wo ich dann auch die geistige Kapazität habe, mich mit Fachbüchern zu beschäftigen. Ja, Motorräder wieder mal. Ich habe nichts zum Werfen, was ich weit genug werfen ließe. Ich könnte eine große Wasserkanone bauen, das wäre was, so ein Polizeiwasserwerfer. Aber ist halt für den Straßenverkehr auch nicht wirklich geholfen, wenn man Motorradfahrer von ihren Motorrädern schießt. Ne? Nicht wirklich. Davon abgesehen ist das natürlich hochgradig ethisch und moralisch falsch und illegal. Nur am Rande angemerkt. Ja, aber sie nerven mich halt wirklich sehr. Ich bin empfindlich, was Lärm angeht, insbesondere Motorenlärm. Einfach ein völlig falsches Geräusch für mich. So falsch, viel falscher geht gar nicht. Heutzutage vor allen Dingen. So, ich meine, bei diesem schönen, dicken, fetten Buch sei noch dabei gewesen. Bitte nicht allzu böse sein, wenn ich das jetzt durcheinander schmeiße. Ich habe jetzt gerade vor laufender Kamera keine Lust, nochmal groß Zettel zu lesen, der beigelegt war. Aber ich meine, dabei wäre hier gewesen dieser Sack. In diesem Sack befindet sich was Schwarzes und dieses Schwarze ist ein Versuch, Terra Preta selber herzustellen. Ich werde mir das mal noch genauer angucken, mich damit intensiv auseinandersetzen. Und Frau hat das eigentlich schon angemerkt, dass sie das vielleicht eventuell für ihre Blumenpötte ganz gerne mal verwenden würde, wenn ich es mir ausreichend genug angesehen und mich eingelesen habe. Was ist Terra Preta? Terra Preta ist eine Erfindung, muss man sagen, vermutlich der Inka, Maya oder ähnlichen Kulturen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer das jetzt exakt gewesen ist. Dafür kenne ich mich in dem Kulturkreis nicht ausreichend aus. Aber die haben im Wesentlichen ihre Holzkohle plus ihre Lebensmittelabfälle plus ihre sonstigen Abfälle, die sie sonst so hatten, mehr oder weniger immer einfach in ihren Acker ausgebracht, da drin einfach verbuddelt, in Anführungszeichen. Und das wurde dann zum Teil mikrobiell zersetzt, zum Teil mikrobiell auch nicht zersetzt und hat zu einer enormen Kohlenstoff- und andere Materialien Anreicherung des Ackerbodens in dem Bereich der Inka und Maya geführt. Was dahingehend bemerkenswert ist, dass diese Terra Preta-Böden, die ja eigentlich ein Anthroposol sind, sprich ein vom Menschen eindeutig geprägter Boden, als Anthroposol kennt man ansonsten bloß Müllkippenböden und solche Späße, die sind außerordentlich fruchtbar und der ständige Eintrag von Holzkohle oder anderen Materialien, die man halt eben verkohlt hat, führt tatsächlich zu einer massiven Kohlenstoffanreicherung des Bodens, der da, Beispiel Terra Preta bei den Inka, offensichtlich ganz, ganz, ganz lange im Boden drin bleibt. Der Boden ist ewig lang fruchtbar. Wenn man da jetzt natürlich jede Menge Zeug darauf anbaut, dann nimmt der Kohlenstoffgehalt auch irgendwann wieder ab. Und die Tatsache, dass man da eben Asche bzw. eben Kohle
verbuddelt hat, sorgt durch die Tatsache, dass Kohle erstmal wegen diverser chemischer Verbindungen, die dann eingeht beim Verkohlungsprozess, nicht besonders lecker für die meisten Mikroorganismen ist, eben dafür, dass zwar prinzipiell Nährstoff vorhanden ist im Boden, dieser aber eben nicht schnell abgebaut werden kann. Ja? Daher, ja, es wird eben diskutiert, inwiefern man mit Terra Preta den Planeten retten kann, indem man eben sämtliche Biomasse erstmal verkohlt und dann in Boden verbuddelt, um Terra Preta herzustellen. Das ist natürlich beschissen, muss ich nicht dazu sagen. Selbstverständlich können wir nicht einfach jegliche Biomasse verkohlen, nur um Terra Preta herzustellen. Außerdem, beim Verkohlungsprozess entsteht ja auch jede Menge CO2, was erstmal in die Luft abgegeben wird. Das wird ja nicht komplett nur in der Kohle gespeichert und kann dann in den Boden wandern. Aber lustig wäre natürlich, wenn man ohnehin mit Biomasse heizt, wo das notwendig ist und wo das Sinn ergibt. Gibt es einige Beispiele, wo das der Fall ist. Dann könnte man ja eben statt einer vollständigen Verfeuerung, also einer Verbrennung, auch eine Pyrolyse durchführen. Auch bei einer Pyrolyse wird Wärme abgegeben, die man dann für irgendwelche ja, energetischen Zwecke nutzen kann, zum Antreiben einer Turbine, zum Heizen eines Hauses, wo das dann notwendig ist. Und dann die resultierende Holzkohle, die dabei rumkommt, halt dann eben doch verbuddeln, um das CO2 dann langfristig zu speichern. Das wäre dann schon so irgendwo eine Win-Win-Situation. Terra Preta ist für meinen Geschmack aber ein Hauch zu overhyped, wenn man da einfach nur den Wikipedia-Artikel dazu durchliest, dann klingt das alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich stecke noch nicht tief genug in der Materie, um das hundertprozentig beurteilen zu können. Ist auch eigentlich eher Agrarwirtschaft bzw. Agrarwissenschaft und angewandte Agrarbodenkunde sozusagen als Waldbodenkunde. Bodenkunde habe ich zwar drauf, ja, aber ja eben mit Agrarböden wäre halt gut, wenn man jetzt noch mich als Agrarwissenschaftler irgendwo hocken hätte und der das dann erklären würde. Oder die. Ja? Die eine Agrarwissenschaftlerin, die ich kenne, die ist mehr im ökonomischen Bereich unterwegs und kann uns da nicht weiterhelfen. Bei Boden weiß sie noch, dass der braun ist oder schwarz und wenn die Kuh drauf gekackt hat, dann liegt dann Fladen. Herzliche Grüße. Hab sie trotzdem lieb. Na, so ist es nicht. Gut. Was haben wir denn noch hier so in meinem Rucksäckchen? Also das, ach ja, genau. Bei was denn? Aha, bei einem Päckchen, in dem das hier drin war, war auch das hier drin. Das da kommt gleich. Das hier ist auch was sehr, sehr Spannendes. Und zwar wirklich spannend, außerordentlich spannend für Ultraleicht-Tracking. Sind diese Tüten hier. Die macht wohl jemand mehr oder weniger selber und vermarktet die dann als besonders fancy Plastiktüte. Jetzt könnte man sich fragen, noch mehr Plastik, böse, böse. Aber die sind dahingehend für Tracking durchaus da wahnsinnig interessant, weil die bis 100 Grad temperaturbeständig sind. Das heißt, für Leute, die keine Lust haben, Track and Eat oder ähnliches Futter zu kaufen, was ja wirklich immer, immer, immer teurer wird, logisch, jedes Essen wird teurer, ne? Aber wer da keine Lust drauf hat, der kann sich auch hier solche Tütchen eventuell mal zulegen. Ich halte die mal so in die Kamera, dass man das hoffentlich sehen kann, wie die heißen. Wo man die jetzt genau beziehen kann, weiß ich nicht, aber man kann sie da wohl beziehen, wo man sie beziehen kann. Und dann hat man hier auch eine Maximaleinfülllinie und grundsätzlich kann man sich da jetzt ein paar getrocknete Nudeln, sei es selber getrocknete Nudeln oder seien es einfach Nudeln, die so dünn sind, dass sie ruckzuck durchziehen, irgendwelche Suppennudeln oder solche Späße mit einem Löffel Tomatenpulver oder einer Tomatensuppe aus dem Knorr-Maggi, was auch immer, Regal, kann man sich dann grundsätzlich reinschmeißen und füllt sich das dann später mit Wässerchen auf. Und dadurch, dass die hier wirklich einen bombensicheren Verschluss haben, lässt sich das auch super wieder verschließen. Und man kann sich das also problemlos irgendwo hinlegen, ziehen lassen und so weiter und so fort. Da gibt es wohl verschiedene Formen von Tüte. Hä? Man soll nicht reinriechen und man soll nicht Wasser, also scheinbar keine Flüssigkeiten reintun, aber da wüsste nicht wieso nicht. Ja? Aber ist wohl lebensmittelecht, daher, ja.
Das muss ich dringend mal ausprobieren und das wäre dann schon sehr, sehr, sehr interessant. Also die gibt es bestimmt auch noch in größeren Größen, weil das hier ist jetzt schon so eine Ein-Personen-Fressportion, mehr so ein Snack, als dass es satt machen würde. Wobei andererseits bei diesen Track-and-Eat-Sachen ist auch nicht viel mehr drin, als in so eine Tüte passt. Ja, sehr interessant. Designed in Germany. Ich mache mich da mal schlau. Und ansonsten, wenn ihr auch Bock habt, euch da schlau zu machen, jetzt wisst ihr Bescheid. So, und dann gibt es von Opinel dieses lustige Set hier. Rückseite. Das besteht aus tatsächlich einer Gabel, einem Löffel und einem schönen Tüchlein dazu. Ich habe das jetzt schon nicht mehr ganz original verpackt, aber man kann dieses Tüchlein schon mal nutzen, um das dann schön einzuschlagen. Und dann macht man das Tüchlein entsprechend ab und kriegt ein Tüchlein und hat innen drin hier noch die Möglichkeit, das Innenleben schön zu verpacken. Gedacht ist das Ganze für ein Opinel Nummer 8. Ich habe allerdings kein klassisches Opinel Nummer 8 zur Hand gehabt, sondern hier die Spezialausführung. Ihr seht, der Griff ist halt eben nicht ganz Opinel-typisch. Die Klinge auch nicht. Das ist keine Bowie-Klinge in Anführungszeichen, sondern eine, ich glaube, Clip-Point heißen die. Klinge. Ich mag das Messer hier sehr, sehr gerne in der Form. Ich finde es auch mal cool, dass es mal eine anders geartete Opinel-Klinge nach wie vor super scharf gibt. Und ja, das ist so eins meiner Lieblings-Küchenmesser tatsächlich, das ich gerne sonst im Küchenutensiliensäckchen drin habe. So, und die Idee ist jetzt, dass man die hier beiliegenden Utensilien, die aus dem Messer wahlweise eine Gabel oder einen Löffel machen, mal auseinanderkriegen. Ja, sie lassen sich auch aneinander befestigen. Die kann man jetzt hier so reinstecken. Und, ups, hat nicht geklappt. Ich glaube, so rum war es. Ne, so rum war es, genau. Und macht dann ganz normal den ich krieg's gerade nicht hin. Naja, also jedenfalls in der Theorie, ich krieg's nämlich jetzt nicht hin. Ich habe es mal irgendwann feste drin gehabt, aber es ist halt auch das falsche Messer. Man braucht ein normales Opinel Nummer 8. Habe ich hier auch gerade derzeit daheim gar nicht rumliegen. Liegt im Hauptkeller, also im Lagerkeller. Griffbereit, aber das Prinzip habt ihr hoffentlich kapiert. Also im Grunde in dem Bereich hier hinter der Klinge steckt hier das lange Ende, zack. Und normalerweise würde das jetzt tiefer reingehen. Heißt, man könnte das jetzt hier tiefer reindrücken und dann würde man dieses Nupselchen hier dann fixieren, indem man den Ring dreht. Und dann sitzt da fest ein Löffel drin. Ist eine sehr, 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 sehr coole Idee. Mit normalen Achter funktioniert es auch. Das gleiche eben auch mit einer Gabel. Und das sind halt wirklich schön große, tolle Esswerkzeuge. Und wenn man ein Opinel sowieso dabei hat und das Ganze dann auch schön in diesem Tüchlein verstauen kann, hat man dann eben sein vollständiges Essbesteck inklusive Serviette, Trockentüchlein, Spültüchlein, was auch immer man damit genau anstellen möchte, dann griffbereit. Und also das ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Da freut mich sehr und da werde ich bestimmt noch viel Freude mit haben, sobald ich bei nächster Gelegenheit endlich mal dran denke, meinen Opinel Nummer 8 mitzunehmen vom Vorratskeller. Ne? So, ich wickel das gerade wieder schön zusammen. Also auch die Idee, das hier einfach ins Tüchlein einschlagen zu können, ist halt schon auch sehr, sehr cool. So, ja, und das war eben da noch dabei, das war das mit den Tüten, glaube ich. Und ich meine, beim Ameisenbuch wäre noch dabei gewesen, dieses, ja, das war beim Ameisenbuch dabei, also da auch wieder herzlichen Dank, dieses Kleinod. Das ist für mich persönlich bei der Ladung Geschenke, ohne es böse zu meinen, ja, aber irgendwie fast schon wirklich das Highlight. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. So aus dieser Sicht
kann man vielleicht vermuten, dass es sich hierbei nicht um einfach irgendeinen Stein handelt. Hier, der hat hier so seltsame Strukturen. Möglicherweise kann man auch hier seltsame Strukturen an diesem Stein erkennen. Hier so besonders glatte Abschnitte. Und ja, immer mal wieder, auch wenn man ihn von der Seite anguckt, sehr geheimnisvolle Strukturen. Das ist versteinertes Holz. Und ich war schon immer fasziniert von versteinertem Holz, also verkieseltes. Bedeutet, das Holz wird luftdicht eingeschlossen, kommt dann irgendwann mit Kieselsäure, so eine Art, ja schon geschmolzener Stein, aber auch noch nicht richtig Lava in Verbindung. Kieselsäure ist erstens sehr sauer, zweitens sehr heiß. Das Zeug fängt aber nicht an zu brennen oder so, weil Sauerstoff da schon gar nicht mehr vorhanden ist. Und die Kieselsäure ersetzt bzw. füllt die organischen Bestandteile, die Holz nun mal normalerweise hat, das ist ja ein organisches Material, langsam aus und ersetzt sie mehr oder weniger. Die Struktur des organischen Materials, was dann durch Kieselsäure ersetzt worden ist, bleibt aber vorhanden, sodass man also nach wie vor hier teilweise Jahrringe, hier ist ein Jahrring, ja, noch wunderbar erkennen kann in solchen versteinerten Strukturen oder Parenchymzellen, Holzstrahlen, wäre hier schon zu sehen. Also ein wunderschönes Exemplar, wo eben verschiedene wichtige Holzmerkmale toll zu sehen sind. Und auch diese Seite, die sieht so ein bisschen aus wie einfach ein vermoderter Stamm, der irgendwo abgebrochen ist und wo der Pilz langsam reinkriecht. So in etwa sieht 1:1 noch genauso aus, nur dass es halt eben Stein ist. Das heißt, organisches Material ist hier nicht mehr vorhanden. Es ist wirklich durch eben Kieselsäurenmaterial, Silizium letzten Endes ersetzt worden. Und schön ist auch hier diese Seite, weil man auf der hier wirklich die doch flüssige Kieselsäure fast abschlecken, in Anführungszeichen, oder wegputzen, weil sie noch so flüssig aussieht. Also ein wirklich wunderschönes Exemplar und bereichert meine Sammlung an, sage ich jetzt mal, geologischen Exponaten doch außerordentlich sehr. Wunderschön. Ja, ganz, ganz toll. Freut mich tierisch, dass ich sowas mal habe und das werde ich dann vielleicht auch mal als Anschauungsgegenstand auf der einen oder anderen Exkursion verwenden können, wenn es mal um so ein Thema gehen sollte. Ist bisher noch nicht der Fall, das muss ja aber nicht zwingend so bleiben. Also vielen, vielen Dank. So, und dann hätte ich hier noch ein großes Paket bekommen mit verschiedensten Büchern. Oh, ich hoffe, das konnte man nicht lesen. Falls da jetzt ein abrupter Schnitt war, dann, weil die Adresse doch im Bild war und ich sie eben rausgeschnitten habe. So. Wunderbar. Ganz viele, ganz, ganz tolle Bücher. Eins fehlt, und zwar die Zeigerwerte nach Ellenberg. Das ist ein Buch, in dem Heinz Ellenberg, einer der größten Pflanzensoziologen und Vegetationskundler des 20. Jahrhunderts, einer der größten, da gab es noch ein paar große, aber der war definitiv dabei und der hat ein wundervolles Buch, das ich tatsächlich noch nicht besitze, geschrieben, das aber eigentlich zur forstlichen Standardliteratur gehören sollte, indem er erklärt, welche Pflanze welche Zeigerwerte hat. Wenn also irgendwo eine bestimmte Pflanze wächst, zum Beispiel so ein Hahnenfuß hier, dann kann man beim Ellenberg nachlesen, Voraussetzung ist natürlich, dass man identifizieren kann, um welchen Hahnenfuß es sich überhaupt handelt, was für Zeigerwerte der hat. Heißt, das Vorkommen dieses Hahnenfußes sagt etwas über die Landschaft, in der er vorkommt, aus. Weil der Hahnenfuß bestimmte Lebensbedingungen, jede andere Pflanze auch, nun mal braucht und nur innerhalb eines gewissen Kontinuums möglicher Lebensbedingungen zum Wachsen überhaupt wachsen kann. Das heißt, Pflanze ist da, dann herrschen auch diese, mindestens diese, ungefähren Lebensbedingungen. Jetzt gibt es Pflanzen, die sind da eben spezifischer als andere und brauchen ganz besondere, spezielle Lebensbedingungen. Und wenn man die dann findet, ist das eine massive Informationsquelle zu den Standortseigenschaften, mit denen man es zu tun hat. Ja, und diese Werte, die mit den einzelnen Pflanzen einhergehen, die nützlicheren Pflanzen, die weniger nützlicheren Pflanzen als Zeigerpflanze, wie man das dann so schön nennt, das kann man wunderbar in diesem teilweise schon relativ alten, aber immer noch nach wie vor unglaublich wichtigen und nützlichen Buch von Heinz Ellenberg nachlesen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist jetzt nicht hier, weil es
in Gebrauch ist, ja, und ständig irgendwo mit mir rumgeschleppt wird und darum habe ich es jetzt nicht mehr griffbereit. Gut, was ich stattdessen griffbereit habe, sind alle anderen Bücher, die mir mitgeschickt wurden. Herzlichen Dank. Nämlich hier das vorzügliche Unkraut. Das ist was für Frau zum Ausprobieren in der Küche. Hat sie bisher noch nicht geschafft. Sie ist auch gerade relativ stark eingespannt. Wenn ich viel eingespannt bin, dann ist sie es natürlich auch. Aber auch ein ganz tolles Projekt für spätestens den Herbst, wenn wir dann wieder ein bisschen mehr Luft haben. Ja, sie lässt herzlichen Dank ausrichten. Und dann habe ich noch teilweise auch wirklich Raritäten aus dem Bücherschrank, die besonders spannend sind. The Training of a Forester bei Gifford Pinnocht. Kenne ich überhaupt nicht, ja, habe ich aber auch schon ein bisschen reingeschaut und ist ein hochinteressantes englischsprachiges Werk, das so ein bisschen erklärt, wie denn aus dem englischsprachigen Raum so ein Forester zu verstehen ist und was der so tut, und ist auch ein bisschen historischer und sehr spannend. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen reingelesen. Bei jedem Buch, das ich heute vorstelle, gilt, ich habe ein bisschen reingelesen, jeweils so ungefähr eine Stunde. Bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger, das ist ein Durchschnittswert. Dieses Heftchen hier, da habe ich jetzt ein bisschen weniger reingelesen, wird aber auch noch wirklich zur Kenntnis genommen werden. Herzlichen Dank. Sehr spannend, und gerade für meine Versuche, auch jüngeren Leuten den Wald näher zu bringen, ist dann dieses Büchlein hier aus der pädagogischen Praxis und wirklich außerordentlich hilfreich. Ich habe inzwischen ein paar Konzepte erarbeiten mir müssen, wie ich denn mit den Kurzen umgehe, wenn es darum geht, den Wald zu erkunden. Aber gerade dieses Bild, was man jetzt sieht, das ist jetzt im Sommer gerade Thema mit den Klassen, mit denen ich so unterwegs bin. Und ja, da werde ich auf jeden Fall mir jetzt dann in Kürze noch einige Tipps mit rausholen, wie was man denn da vielleicht noch eventuell wunderbar einbauen könnte. Weil Becherlupe und Käferchen angucken und so weiter und so fort, das ist alles schön und gut. Aber ja, es ist für mich wirklich schwierig, mit Kindern zu arbeiten. Dahingehend nicht, weil ich nicht mit Kindern umgehen kann oder weil ich Kinder nicht mag oder sowas in die Richtung, sondern weil ich denen halt nicht einfach nur einen Haufen Zeug erzählen kann und dann sind die zufrieden. Das funktioniert mit euch Erwachsenen relativ gut. Aber die können mir so lange nicht zuhören. Ist ohnehin ein Problem. Ich glaube, die Aufmerksamschwelle, die vorher sowieso schon bei einem jungen Mensch ohnehin noch nicht so lang gewesen ist, scheint in den letzten Jahren noch mal ein bisschen kürzer geworden zu sein. Aber vielleicht ist das auch nur das Phänomen, dass die Alten sich immer über die Jugend aufregen. Je älter man wird, desto mehr verdorben ist die Jugend und so weiter und so fort. Da gibt es ja diesen berühmten Text von Sokrates, wo die junge Generation als völlig verloren dargestellt wird. Sie terrorisieren ihre Lehrer, lassen es an jedem Respekt gegenüber Älteren fehlen und missachten sämtliche Regeln des Anstandes und der Höflichkeit. Das klingt so, als hätte es ein etwas frustrierter älterer Herr heutzutage geschrieben, ist aber von Sokrates. Das heißt, dass die Jugend nun mal die Jugend ist und nun mal ein gewisses Revoluzertum an den Tag legt, ist normal. Dass wir allerdings sehr wohl auch wissenschaftliche Studien haben, die bestätigen, dass die Jugend nicht unbedingt schlauer geworden ist, im Gegenteil. Ja, das ist dann wiederum ein bisschen bedenklicher. Ja? Also von daher bin ich da sehr dankbar, dass mir da noch ein bisschen was an die Hand gereicht wurde, um da in der Hinsicht mich noch ein bisschen weiterbilden zu können. So, dann haben wir hier noch eine Dissertation von Marc Hagemeyer. Funktionale Kronenarchitektur mitteleuropäischer Baumarten. Ich gestehe, da habe ich noch nicht reingeguckt, werde ich aber auf jeden Fall noch tun. Kronenarchitektur, da spricht man ja auch vom Habitus. Das ist das Wuchsbild, die Wuchsform eines Baumes, die eben sehr lange gar nicht klar war, was die jetzt exakt für funktionelle Auswirkungen hat. Da kann ich mir also gut vorstellen, dass die entsprechende Dissertation hier da einiges an neuen Erkenntnissen damals erbracht haben wird. Stuttgart 2002 ist also noch gar nicht so lange her. Und ja, es geht um Hängebirke, Waldkiefer, Traubeneiche, Hainbuche, Winterlinde und Rotbuche, also sehr umfassend. Bin sehr gespannt und werde an das auch sicherlich irgendwo mal aufgreifen können. Da bin ich sehr, sehr überzeugt. So, zwischendurch nicht nur Bücher, sondern auch hier wieder ein edler Tropfen. Auch hier wieder herzlichen Dank für eine trinkbare Größe von Whisky, die ich so auch verwertet bekomme. Nicht, dass ich mich über größere Flaschen beschweren möchte, aber da sind zum Teil Sachen, die ich mir vor Jahren geschenkt habe, da ist immer noch ordentlich was drin. Ja, weil mein Konsum ist halt einfach
zu besonderen Zwecken ein kleines Schlückchen, ja, ne, mal 1 Cl oder sowas, vielleicht mal 2 Cl, wenn es ein langer Abend ist. Aber das langt mir dann auch. Die Zeiten, wo ich mich besaufen musste und das lustig fand, die sind endgültig vorbei. Ich trinke das wirklich nur noch, weil es gut schmeckt. Sobald ich irgendeine Wirkung bemerke, höre ich wieder auf. Ja? Davon abgesehen ist Whisky einfach ein zu edles Getränk, um den einfach nur zum Lalalal und so weiter zu saufen. Außerdem habe ich jetzt ein 49-Euro-Ticket, fahre viel Bahn und manchmal sind Fußballspiele und dann weiß ich wieder, warum ich nicht allzu sehr zum Alkoholkonsum neige. Ich finde das einfach nur, naja, lass mal so stehen. Die Menschenwürde ist unantastbar, warum macht man sie sich persönlich gerne kaputt, freiwillig? Verstehe ich persönlich nicht, aber gut. Ja. Man kann sich ja schon mal daneben benehmen oder mal eine dumme Entscheidung treffen oder auch mal ein bisschen schusselig sein, müde, neben der Cup stehe oder sowas oder neben der Cup sitze. Kein Problem, nur ja, ist halt, lassen wir das. Gut. Ganz tolles Buch, ganz, ganz tolles Buch, freue ich mich sehr drüber. Da habe ich ja schon deutlich mehr drin gelesen und es ist wirklich klasse und ganz, ganz toll zusammengefasst. Ich habe erst ein einziges anderes Buch zum Thema Geologie gefunden, das genügend Infos bietet, aber doch dann auch auf einem Niveau, dass ich sie als Nicht-Geologe auch ohne großes Nachrecherchieren auf Wikipedia oder Nachgucken in anderen Lexika verstehen kann. Und neben dem einen, was ich da bisher immer sehr cool finde, und das ist nur ein kleiner geologischer Führer, der für eine Region, den Nordschwarzwald, gedacht ist und Gesteine, die woanders vorkommen, gar nicht behandelt und wirklich nur speziell eben meint sie es nur ganz kurz anschneidet, aber deswegen versteht man es ja. Und das ist jetzt zum ersten Mal auch ein etwas dickeres, etwas umfassenderes Buch, das für mich eine wunderbare Einführung in die Geologie darstellt, mit der ich mich sehr gerne beschäftige, das aber nie gelernt habe. Ich bin kein Geologe und Geologie ist in den Forstwissenschaften auch wirklich nur sehr hin und wieder rudimentär vertreten über die Bodenkunde, dass man halt eben in der Bodenkunde auch lernt, ja, der folgende Boden entwickelt sich aus dem und dem Gestein. Was das jetzt für ein Gestein ist, wo das herkommt, wie alt das ist und ob das überhaupt wichtig ist, das erfährst du dann halt irgendwo nicht. Und auch das Lesen eines geologischen Aufschlusses und solche Späße, das würde mir bestimmt unglaublich viel Spaß machen, wenn ich es dann noch besser könnte. Ja, ein bisschen was kriege ich ja heutzutage auch schon hin, aber ja, also das ist ein wirklich ganz großartiges Buch, freue ich mich sehr auf die Gelegenheit, mich da tief in der Lektüre vertiefen zu können. Ja, und noch ein spannender Report über The Fire of 88 im Yellowstone Park vom berühmten Brand 88, hat man schon mal gehört. Der war so ein Einstiegsfeuer, sage ich jetzt mal, überhaupt in die Brandökologieforschung. Das ging damals los und das wurde eben entsprechend auch viel dokumentiert, viel untersucht. Und ja, bezeichnenderweise gibt es in Europa meines Wissens lediglich einen einzigen Lehrstuhl, also eine Professur für Feuerökologie und die Folgen, die Waldbrände aufs Ökosystem haben können und so weiter und so fort. Also mindestens nur eine einzige deutschsprachige, irgendwie so in Anführungszeichen deutschsprachige. Da spricht man natürlich auch viel Englisch, wie überall sonst auch in der Forschung. Aber es ist ein Thema, was nach wie vor zu kurz kommt und durchaus auch was mich in den nächsten mindestens zwei Jahren massiv beschäftigen wird, bis ich dann auch mal in der Lage bin, eine Führung zu dem Thema anzubieten. Das habe ich nämlich vor, ist in Arbeit und wird dann vermutlich auch in einem waldbrandgeschädigten Bundesland stattfinden, Brandenburg. Brauchen wir kein großes Geheimnis draus machen. Brandenburg ist sehr liberal, was Waldführungen angeht. Das macht mir meine Arbeit leichter und ist natürlich hochgradig interessant, eben gerade wegen den häufigen Waldbränden und der Tatsache, dass wir für Regionen wie Brandenburg, also den nationalen Sandkasten, wenn man so möchte, wirklich Schwierigkeiten haben, da eine vernünftige Vorgehensweise, was den Wald der Zukunft angeht, zu finden. Und darum möchte ich da auch gerne mal eine reguläre Tour, also sprich eine Gruppentour anbieten, dass man sich das vor Ort ein bisschen näher angucken kann. Braucht aber erstens meinerseits noch ein bisschen Recherche, noch ein bisschen mehr Einlesen in das Thema. Da muss ich noch eine vernünftige Fläche finden. Das heißt, das dauert alles noch ein bisschen. Ja? Aber ja, das ist es im Großen und Ganzen gewesen.
An der Stelle kommt jetzt natürlich noch der Trinkgeldhut. Der ist sicherlich primär für die Leute interessant, die hoffen dürfen, sich im Trinkgeldhut wiederzufinden. Den mache ich per Voice-Over und möchte hier an dieser Stelle, also als Ben vor Ort, schon mal Tschüss sagen. Bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für die zahlreichen schönen Geschenke, unter anderem das hier, ne, das schöne versteinerte Holz, wunderbar. Und die spannende Literatur vor allen Dingen, da ist ja auch wirklich, wirklich vieles dabei. Ganz, ganz toll, freut mich wie immer außerordentlich. Und ja, schön, dass ihr an mich gedacht habt. Dankeschön. Nochmal ein gesondertes Dankeschön an der Stelle gerade nochmal an Patreon für meine treuen Unterstützer auf dem Wege. Das ist auch nach wie vor unglaublich wichtig und unglaublich nützlich. Und wenn es euch nicht gäbe, dann würde ich irgendwas anderes machen. Ne? Definitiv jedenfalls nicht hier sitzen und, also jetzt konkret hier sowieso nicht, aber nicht mein Ding durchziehen, so wie ich es halt eben entsprechend tue. Also auch da an der Stelle, wenn ich mich sowieso gerade beim Bedanken bin, ein herzliches Dankeschön. So, dann kommen wir noch zum Spendenhut. Dann haben wir's. Also ich als Ben vor Ort schon mal Tschüss. Macht's gut. Ja, da ist er, der allseits beliebte Trinkgeldhut. Also beliebt vor allen Dingen bei mir. Aus nachvollziehbaren Gründen. So, und da haben wir jetzt mal hier so schöne Animationen, wenn da dann was reinfliegt. Und zwar gab es von der Maike einen 5-Euro-Schein. Hier herzlichen Dank an dieser Stelle. Dann gab es vom Simon ebenfalls noch ein schönes hier gelbes Scheinchen. Ja, im Original sind die nicht gelb, aber das sind Details. Und auch vom Robert. Genau genommen war das, glaube ich, sogar zweimal, aber das ist jetzt irgendwie untergegangen, weil über einen längeren Zeitraum, aber jedenfalls herzlichen Dank an den Robert. Dann die Gabi, die hat einen relativ großen Schein reingeschmissen. Auch da herzlichen Dank. Und dann haben wir noch einen diesmal roten 5-Euro-Schein vom Kai Uwe. Auch da vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, soll ja nichts vergessen werden. Und vom Hagen ebenfalls ein 5-Euro-Scheinchen. Herzlichen Dank auch dafür. Ja, das wird dann grundsätzlich meistens in Currywurst, hin und wieder in Schnitzel investiert. Ja, von meinem Namensvetter gab es dann hier nochmal 10 Euro. Das ist auch ganz wunderbar. Vielen Dank. Und auch nochmal vom Björn, der hat sogar einen 25-Euro-Schein in den Hut geschmissen. Herzlichen Dank, das ist dann so Kategorie Schnitzel, ne? Und vom Michael auch nochmal 20, auch das würde ich jetzt mehr so in die Kategorie Schnitzel essen einordnen wollen. Übrigens hervorragendes Schnitzel, neulich im Harz gegessen, wirklich toll. Benny hat auch noch einen Namensvetter vermutlich, nochmal 5 Euro in den Hut geschmissen und jetzt fehlen an dieser Stelle noch die beiden Dauerspender, die regelmäßig was in den Hut schmeißen und da hier jetzt in der Animation nicht drin sind. Ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen. Natürlich an euch ein ganz besonders großes herzlichen Dank. Nur, dass ihr euch nicht vergessen fühlt, das hilft mir sehr, wie ihr wisst. Und ja, aber damit sind wir dann jetzt auch wirklich durch und tschüss.